So, Freunde, euer Simon hier, es ist Montag. Es ist selbstverständlich Gym Time. Wir sind hier in meinem Auto und es gibt wieder so ein richtig schönes, also jeder, der die alten Videos kennt, es gibt wieder so ein richtig klassisches, altes, halb Vlog, halb Informationstrainingsvideo. Das heißt, ich nehme euch wieder wirklich live mit. Wir sind hier gerade ganz, also so wie wir tatsächlich ins Gym fahren. Wir sind hier ins John Reed gefahren. Wir stehen hier im Parkhaus und ich nehme euch tatsächlich echt mit in mein, in mein Rückenworkout mit dem Fokus. Ihr wisst ja, wir gehen jetzt so ein bisschen, ich möchte ja einen Wettkampf machen und wir machen jetzt Schwachstellentraining. Das ist keine Schwachstelle, aber ich versuche, mein Lat etwas in die Tiefe zu bekommen. Das heißt, ich versuche wirklich den Lat sehr, sehr schön, sehr breit zu trainieren. Und da ist eben ein Schwerpunkt auf den Lat, auf den tiefen Lat, sage ich jetzt einfach mal. Und ich trainiere den Rücken zweimal die Woche. Einmal ganz normal, mit dem Fokus auf den Trapez, also sehr ausgeglichen, trapezlastig, latlastig. Und einmal eben die Woche sehr latlastig. Ich möchte den Lat, so hinbekommen wie die Jungs auf der Bühne, damit ich da einfach ein bisschen mithalten kann. Bevor wir gleich starten, denkt an den Adventskalender. Heute das Pistazien-Macaron. Einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Wirklich, also er schmeckt nach Pistazien, aber nach Kuchen und so weiter. Unglaublich köstlich. Für 15 Euro nur heute. Wir machen keinen Cent dran Gewinn. Und das ist tatsächlich so, aber wirklich nur heute diesen Geschmack. Und ansonsten haben wir am Wochenende auf unserem Instagram-Adventskalender, ihr wisst, immer richtig coole Gewinnspiele und so weiter. Wirklich, ihr nehmt das genial an. Und ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken und auch für das Verständnis bedanken, wenn die Lieferung mal ein, zwei Tage länger dauert. Es kommt alles an, wir laufen auch Hochtouren, wir haben jetzt das Lager ausgebaut. Ich freue mich einfach, wirklich einfach ein riesen Danke an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich werde euch ganz kurz nochmal sagen, warum und wie mein Workout, und dann werde ich das euch gleich im Bild zeigen, wie ich es einfach abtrainiere, da werde ich aber nicht mehr reden. So, bei meinem Lat-lastigen Training, und jeder kann das mitmachen, der auch sein Lat ein bisschen verbessern will, versuche ich auch im holistischen System zu trainieren, weil auch viele nachfragen. Das heißt, ich mache drei Übungen, die wirklich sehr, sehr latlastig sind. Erste Übung. Bei der ersten Übung versuche ich mich eben, wie beim holistischen System, an eine ranzuwagen, wo ich viel Gewicht bewegen kann und die sehr latlastig ist und die, wo ich sehr stark aus dem Stretch arbeite. Das heißt, ich nehme einen Latzug im Untergriff, arbeite mit sehr viel Gewicht und versuche da richtig in die Dehnung zu gehen. Ich blende euch vielleicht jetzt schon mal so ein, zwei Bilder ein von dem Training, bevor das Training dann kommt. Also richtig schön in die Dehnung und dann mit Power. Power, viel Gewicht, ruhig einen Ticken abfälschen, ruhig, aber da versuche ich einfach unglaublich viel Gewicht zu bewegen und einen sehr, sehr starken Stretch aufzubauen und aus dem Stretch praktisch die Beschleunigung aufzubauen. Das ist meine erste Übung, davon mache ich 4 Sätze und nehme immer ein Gewicht, dass ich irgendwo mich einpendle bei 4 bis 6 Wiederholungen ungefähr. Grob, muss hier beim John Reed ein bisschen Gewicht sogar draufpacken noch. Einige Gyms gehen ein bisschen schwerer. Zweite Übung ist eine mittelschwere Übung. Da mache ich Kurzhantelrudern einarmig und versuche sie aber sehr, sehr latlastig zu machen. Nicht, wie ich sie sonst mache, dass ich sie schön in Trapez ziehe, sondern in einem starken Bogen, damit ich den Fokus auf der Endkontraktion habe. Das heißt, das höchste Gewicht, der höchste Hebel ist in der Endposition, in der Endkontraktion. Ich versuche wirklich diese Kontraktion des Latissimus wirklich zu fühlen, zu spüren. Ich ziehe die hinten richtig, richtig tief rein, versuche da den so anzuspannen, wie es nur geht und versuche eben mit einem starken Bogen zu arbeiten. Mach da 3 Arbeitssätze, mach doch einen leichteren und dann mache ich 3 wirklich Arbeitssätze, wo ich bis ans Limit gehe, also 3 Sätze bis ans Limit, wo ich ein Gewicht nehme, wo ich circa 10 bis 12 schaffe, richtig, richtig, richtig durchpowern. Und als dritte Übung nehme ich eben auch eine leichtere Übung und da geht es mir sehr, sehr stark um die Masse Mind Connection, da mache ich Überzüge, da versuche ich die volle Range of Motion wirklich zu fühlen, ich versuche ihn im oberen Bereich komplett aufzuspannen, aufzudehnen und dann ziehe ich bis unten hin, bis in die allerletzte Kontraktion, versuche damit ein bisschen weniger Gewicht zu arbeiten, nehme dann Gewicht, dass ich so 16, 17, 18 irgendwo schaffe, gehe trotzdem bis zum Muskelversagen mit 3 Sätzen, mit richtig, richtig schönen Wiederholungen. Und ganz sauber, ganz, ganz effektiv. Und wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen geredet. Jetzt schneiden wir dann das Ganze nochmal ein bisschen zusammen als kleines Motivationsding. Wir gehen rein und ich freue mich riesig aufs Gym. Also, bis gleich. Man's a little calm with a dipper. Man's a got that spinner. Now but they can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Man can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Man's a little calm with a dipper. Man's a got that spinner. Now but they can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Everyone came to the trailer. Man can't tell who's the favor. Everyone came to the trailer. I was in the back with the bailers.
You was doing fake with the fibers. You was getting run down by the dippers. We were the ones with the tapers. You can't go to the ends. Me, I'm there in my slippers. Blowing trees like the whippers. Comfy, taking pictures. Nine mate change, no switches. You ain't never been a bad boy. I've always rolled with the stickers. Move silent with things that make noise. You not move with guys that get bored. Man, I don't know what that's like. Can't we come back with them toys? Crew where it's cold, no frostbite. But it's what made us what we are. See what happens when you take one part. Next thing, man, I get involved in the car. Next man, brought him running up in your yard. That's when things have gone too far. Don't wanna be behind them bars. But I hand up more than scars. Real talk, stand behind my bars, but man's it'll come with a dipper. Man's it'll got that spinner. Nowadays, can't tell who's a favor. Everyone claims they're a driller. Everyone claims they're a driller. Everyone claims they're a driller. Man can't tell who's a favor. Everyone claims they're a driller. Man's it'll come with a dipper. Man said he's got that spinner. Nowadays can't tell who's a favor. Everyone claims they're a driller. Everyone claims they're a driller. Everyone claims they're a driller. Man can't tell who's a favor. Everyone claims they're a driller. Lord knows I've been a sinner.